Hier spricht Warschau. Warschau richtet das Wort an alle freien Nationen. Mein Name ist Robert Hawkins und ich bin ein amerikanischer Kriegskorrespondent, der aus dem Herzen des besetzten Warschaus berichtet. Ich werde Ihnen jetzt eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte von gewöhnlichen Männern und Frauen in ganz Europa, die sich gegen die Tyrannei und Unterdrückung durch die Deutschen aufgelehnt haben. Ich bin mit diesen bemerkenswerten Menschen die letzten 4 Jahre über gereist. Partisanen, Freiheitskämpfer und Heimatarmeen. Ich habe mit ihnen gelebt, gekämpft und gesehen, welche Opfer sie im Namen der Freiheit gebracht haben. Ich habe ihre Geschichten dokumentiert. Und jetzt müssen sie erzählt werden. Dies ist eine Geschichte des Widerstands. Na los! Bewegung! Ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm wird! Es wird noch schlimmer werden, bevor es besser wird! Wir müssen zurück auf die Barrikaden! Sofort! Na los! Wir müssen helfen! Nicht nachgeben! Sie kommen! Angriff! Hawkins, auf die Barrikaden! Alles töten, was sich bewegt! Sie wissen, dem Tod von der Schippe zu springen, mein Freund. Und Sie können gut mit Schusswaffen umgehen. Für einen Zeitungsheini. 1938 war ich eine Weile in Spanien. Dann war da noch Frankreich. Frankreich? Erzählen Sie das später. Jetzt müssen wir um unser Leben... Kommen Sie, Hawkins. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Gehen wir. Hier lang. Stimmen aus dem Untergrund, richtig? Sie haben meine Sachen durchsucht? Natürlich. Sie schreiben über den Widerstand? Ich notiere nur ein paar Gedanken. Beobachtungen, um genau zu sein. Worte sind ein zweischneidiges Schwert. Vergessen Sie das nicht bei Ihren... Beobachtung. Dies ist das Heimatland meiner Mutter. Dessen bin ich mir stets bewusst. Gut so. Kutzera, Hawkins, Sie sind zu spät. Die Deutschen halten sich nicht an unseren Zeitplan. Besser spät als nie. Ein Grundsatz Ihres Präsidenten Roosevelt, wie mir scheint. Wir nehmen die Heiligkreuzkirche ein. Wir überraschen die Deutschen von 2 Seiten. Verstanden? So gut wie erledigt. Wird Hawkins mich begleiten? Nein, für ihn habe ich einen anderen Auftrag. Wir müssen von mindestens 2 Seiten in die Kirche eindringen, um den Feind zu überraschen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Dieser Tunnel führt Sie nah an die Schule heran. Und diese Route ist der schnellste Weg zum Polizeirevier. Lassen Sie sich von Kowalski neue Ausrüstung geben. Und viel Glück. Wir treffen uns später. Kotzera, Sie müssen ein kleines Team zusammenstellen und den deutschen Konvoi aufhalten, bevor er hier eintrifft. Welche bevorzugen Sie? Ihr beide kommt mit mir. Los geht's. Jawohl! Genau mein Gedanke. Sie werden nicht enttäuscht sein.